Herzlich willkommen zum ersten Minecraft Battle seit langer Zeit mal wieder. Wir sind da in der Besetzung Tobias, hallo. Benny, jo. Lukas und meine Wenigkeit. Wir sollten das sagen, mit dem Nacheinander sich selbst ansagen lassen, das ist voll bescheuert. Ja, und wir sind... Timer ist gesetzt. Wir dürfen uns hauen. Timer ist gesetzt. Ab 15 Minuten lang. Kein also Hauen. Also 3, 2, 1, los. Ja, es gab schon eine Weile, ganze Weile kein Battle mehr. Welches denn? Und ganz recht hat Daniel aber nicht. Er hat gesagt, es ist seit langer Zeit unser erstes Battle. Naja, das stimmt nicht ganz. Das brauchst du jetzt nicht erzählen. Ja. Wir hatten gerade eben. Halt, das ist für dich. Aber das war kein wirkliches Battle, das war eine Fail-Aufnahme. Let's noob together. Ja, aber hat uns garantiert auch mindestens eine halbe Stunde gekostet, aber 18 Minuten war das Aufnehmen. Naja, ein bisschen mehr, wenn man noch aufwendig. Wenn man alles drum rum berechnet. Naja. Aber. Also war schon nicht so lustig. Besonders mein Tod war sehr, sehr traurig. Ja, wir haben jetzt eigentlich nur Lukas zu lieber angefangen, weil der so kacke ist und gleich gestorben ist, aber hey. Ja, was kann ich denn dafür, wenn mich so ein scheiß Creeper in Lava reinballert? Du warst aber echt kaum Rüstung, bist da rumgesprungen im gefährlichsten Gebiet. War schon. Ich hatte gar keine Rüstung, ja. Oh, na. Daniel, bist du eigentlich schon Rüstung? Ja, ich bin da rumgesprungen, weil ich eben eine Rüstung hatte. Ich hatte keine Rüstung. Ich bin die ganze Zeit bloß auf dem Meer irgendwo rumgefahren und habe ein Biom gesucht, wo hat keiner war. Startpunkt gesucht. Wollte ich aber nicht machen. By the way, Tobi, wenn du mich noch einmal hier so in so einer Scheiße hier spawnst, dann fick ich dich. Male beschweren. Ich wollte gerade sagen, dass ich mal alle beschweren. Ich bin gerade Tobi richtig hart am Abfragen, weil ich die ganze Zeit rummecker, wie scheiße die Welt ist. Hä, das ist nicht immer so, weißt du? Warum krieg ich den ganzen Hate? Fickt euch, du machst gar nichts, du hast nichts beigetragen zu dem ganzen Scheiß hier. Fickt dich. Mo! Bleib hier. Guck mal, ich hab mich auch beschwert, dass ich erst so einen scheiß Spawn hatte, Lukas, ja? Aber ich hab wenigstens nicht Tobi dumm gemacht. Ich hab Tobi auch nicht dumm gemacht, ich hab Tobi nur gesagt, dass ich ihn das nächste Mal ficken werde, wenn mich nochmal in so einer Scheiße hier spawne. Du willst Tobi ficken? Aha, so bist du sein. Ja, also richtig naja, das wisst ihr doch mittlerweile, oder nicht? Du wusstest doch, worauf du stehst. Ja, ich will ja jetzt mal im Internet nicht erzählen, worauf du so stehst, ne? Hier so SM Hardcore und so. Ja. Du weißt nicht mal, worauf ich stehe. Frage ist jetzt, will man das wissen oder will man es nicht? In euren kühnsten Träumen wärt ihr noch zu harmlos. Was in meinen kühnsten Träumen da ist, ja. Ja, vergiss es. Okay, lass mir das Gesprächsthema wechseln. Du hast angefangen, Lukas. Gut, Gott. Ich? Daran erinnere ich mich nicht. Daran erinnerst du dich also nicht. Ach, die Ment auch noch. Oh, ich weiß hier nicht, wovon das geredet wird. Immer wird hier irgendwem anders die Schuld zugesteckt, nur damit man seinen eigenen Fehler nicht eingesteht. Würde ich niemals machen, sowas. Nein, gerade eben, just in time. Halt dein Maul, Benny. Du legst falsch, ich nicht. Also ich muss ja sagen, ja, das ist die ergreifendste Argumentation, weil sie liegt auch falsch, ich hab dir nicht umgebracht. Ja. Du hast recht, ich nicht. Nee, andersrum. ich wollte dich zitieren, das hat aber nicht bei Frauen, du hast recht und ich nicht. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt ja nicht schon wieder so scheiß Clipping-Fehler. Das Huhn ist gerade später. Aber ich habe in der letzten Aufnahme hatte ich auch schon Glück, aber jetzt habe ich auch schon wieder Glück, richtig krass mit Essen. Ich bin ja die ganze Zeit nur am Essen farmen. Ja, ich habe auch irgendwann einfach aufgehört, weil ich genug habe. Ja, hatte. Also das letzte Mal hatte ich irgendwas bei 37 Schweineschnitzel. Ich habe jetzt 19 und das reicht locker. Am Essen farmen, also ich bin ja gerade locker am Dias farmen, ich weiß nicht. Ich habe so gerade 20. Ja, ich habe also gerade auch schon die ersten 15 oder? Diamanten in einer Arme gefunden. Dias farmen ist doch viel geiler. Ja. Ich frage mich immer, wenn man auf einer Höhe von 11 oder so irgendwie Kohle findet, dass man das da frage ich mich, da frage ich die Kohle immer, warum bist du kein Diamant? Du fragst stimmt, die Kohle ey, also. Ey, das ist fachlich sogar gar nicht mal so dumm. Ja, guck. Wenn du, pass auf, wenn du nämlich einen Diamanten im Feuer hältst, dann bist du nämlich ganz schön gefickt. Oh nee, da kommt schon nur der Name an die Rand, Alter. Ich würde, kann schon da ausrasten, Junge. Also an der Map-Größe liegt's nicht, ja. LOL! Wer ist das?
Hey Daniel. Geh bitte wieder von da, wo du gekommen bist. Hier ja, ich kann Wüste. Nicht so weit, meine Händen ist die World Border. Was soll ich denn tun, in deiner Meinung? Boah. Weißt, geht was? Aufeinander zu. Nee, ich weiß, das geht von Daniel weg. Ich geh jetzt einfach in die andere Richtung. Aus. Weißt du was, Daniel ist da? Ich geh genau in die entgegengesetzte Richtung weg. Tschüss. Ich weiß gar nicht, welche Richtung du gehst, aber egal. Ja, das ist ja auch besser so. Ansonsten läufst du nämlich noch in die gleiche. Deswegen ja. Also komm nicht auf mich zu, Daniel, ja? Du gehst genau in die entgegengesetzte Richtung weg, wie du mich gesehen hast. Oh, ich glaube hier. Ey, Block, ich hab dich gerade abgebaut. Was? Du hast mich gerade abgebaut? Was ja, hast denn du diesmal für ein World Seed eingegeben? Ja, auch so eine lange Zahlenkombination. Nee, der war nämlich gut. Ja, der ist gut. Ich bin hier überhaupt, Alter. Scheiße, muss ich zustimmen. Fuck. Okay. Ich dachte mir, wer nach Lukas jetzt rumsucht, in der Zeit kannst du auch selbst noch einen suchen. Ja, ich hab gesucht, ich hab auch noch einen gefunden, aber ich war mir nicht sicher, ob der gut ist. Da habe ich das lieber dem PC-Experten vor dem Herrn überlassen. Ja, vor dem Herrn ist er jetzt eigentlich richtig, aber vielen Dank für dieses. Ich wollte gerade sagen, hey, liebe die Klappe, ich habe dir gerade ein Kompliment gemacht. Würde ja sagen, für dieses beispiellose Kompliment. Ich kann auch freundlich sein, wenn man es verdient. Du meinst wohl, wenn du willst. Ja, genau, wenn ich will, kann ich auch freundlich sein. Probleme mit Kühe zu killen teilweise. Ich bin echt schlecht. Die armen Kühe, weißt du, die haben schon genug zu leiden gehabt unter meinem Holzschwert. Holzschwert? Mann, bist du lame, oder? Ja, was soll ich denn jetzt mit einem Steinschwert, Alter, ohne Scheiß. Mein Holzschwert killt auch irgendwelche Tiere mit zwei Schlägen. Ich meine, was soll ich denn... Wenn ich jetzt einen von euch treffe, der darf mich noch nicht killen, und bis mich jemand killen darf, habe ich ein Eisenschwert. Na, das will ich sehen. Du, das hatte ich letztes Mal eigentlich auch schon. Ich war nur noch nicht dabei, es zu schmelzen. Weil ich noch Kohle gesucht habe. Weißt du was? Ich war über dir. Ich bin die ganze Strecke abgelaufen, die du vor mir warst. Das war überall alles voll von Kohle. Sorry, aber alles. Ich habe den nicht gesehen. Tja, ich hab mich gefragt, hä? Hat er schon so viel? Lol, Tobi, ohne Scheiß, wie groß hast du die Welt diesmal gemacht? Sag einfach mal. Naja, also jetzt 1000 und 100 mal 1100. Das kann doch gar nicht sein, Alter, ich bin schon wieder am anderen Ende der Map. Ich bin gerade von einem ans andere Ende der Map gelaufen, was ist denn da los? Oh mein Gott, ist das so Gewalt oder ist das? Sag mal, sieht einer von euch auch diese riesengroße 1 oder 7? Oh, die. Ne, gut, okay. Die Welt baut sich gerade auf. Ich dachte gerade, was ist das? Ich hätte jetzt echt gerne langsam mal eine Höhle, wie sieht denn aus? Ah, ey, Tobi, du weißt doch noch, dass wir irgendwann gesagt haben: oh, siehst du das? Da oben scheint ein Stückchen Erde zu schweben oder so. Da bauen wir. Na! Och nö! Wie unfair ist das denn jetzt? Weißt du, das war jetzt so genial, was? Ich hab grad probiert, mir Fackeln zu bauen, weil in dem Moment jagt sich ein Creeper von mir hoch, ich aus dem Menü raus und das Mistvieh zerballert mir meine ganze Kohle und meine ganzen Stücke. Also ich kann schön, nicht dass du nicht Kohle, was kannst. Ist das denn? Nee, das darf nicht. Weißt du, ich schmeiß dem Vieh das auch noch direkt in die Fresse, ey. Jo. Ich hab zwar eine Hürde gefunden, aber ein Riss direkt mit einer Mine und dran, darauf habe ich in meinen alles ersten klar, Minecraft-Minuten dann ist in der Schneewelt, by the way, wenn jemand wissen will. Das ist eine Lüge. Überhaupt keine Lüge, endlich, ich war da nämlich auch drin, Leute. Weißt du auch nicht, wo ich jetzt bin. Aber Daniel, warum antwortest du darauf über, wenn du sagst, das ist ja auch... Vor allem, dann wissen, voll, du bist da. So voll so nichts wissend, das ist jetzt aber eine ganz dicke Lüge. So, Alter, aha. Leck mich doch am Arsch. Ach, weißt du, hier, du nicht. Nee, danke, du bist nicht gewaschen. Okay. Aber hast du den Weidebock bist? So, jetzt nur die Frage, also. Woher weiß ich das? Will ich gar nicht wissen, weil das weiß schön, ich dass, schön, dass du die ganz ehrlich, Tobi, ich Gegenantworten auch immer selbst noch entwickelst. Die passenden Gegenantworten, der mag auch schon, ja? Jetzt hab ich dir gerade nicht zugehört, sorry, Benny, was war los? Viel zu wenig Education in letzter Zeit. Education? Education. Was war denn Education nochmal? Ich hab's vergessen. Da bin ich schon Student und studiere nicht, ist scheiße, wa? Das für eine Logik. Ja, okay, das kann jetzt nicht funktionieren. Okay, Jungs, ich hab wieder mein altbewährtes Problem.
Ja, das ist natürlich richtig bitter, Tobi. Da würde ich mich ja kacke fühlen. Bei mir ist ja was ganz anderes. Ja, auf jeden Fall. So, Bams und Bams. Ja, das war das deutsche Bildungssystem. Bams und Bams, Junge. Da wollte ich nach unten graben. Wie war das eigentlich? Was hat denn da verändert? Komm, Junge! Okay. Nach unten von mir aus. Aber eigentlich, naja, ne? Eigentlich legitim Höhle finden, ja. Oh, nö! Ja, doch, Lukas. Nö! Ich sagte doch! Nö, verpiss dich! Hä, wieso? Ich bin nicht in deiner Nähe. Ich hab ja auch nicht dich gemeint. Na, wen denn dann? Paper oder Daniel? Nee, Zombie. Nein, dann bin ich wohl kaum. Nee, ganz ehrlich, ich brauche eine neue Taste für Menü, weißt du? Ich bin ja auf WR. Versucht mal, wenn ihr auf WASD seid mit den Fingern, B zu drücken. Was E? Das geht. B. Mit dem Daumen. Ja, aber das ist voll krüppelig, das tut voll weh nach einer Was Zeit. Geht? Ja, warum legst du denn auch Inventar auf B? Bist du bekannt? Das habe ich seit Jahren so, ich weiß auch nicht warum. Ja, warum denn? Warum kommst du denn jetzt auf einmal nicht mehr klar damit? Wenn es halt Jahren B. Hat? Ja, es tut jetzt halt weh. Inventar-Taste, die brauchst du auch dauernd, das ist eigentlich echt. Ja, jetzt ist aber eigentlich auch. Okay, so langsam hab ich hier ein Problemchen. Cool. Ah! Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt langsam zu meinem Enchantment Table und dann geht's los. Auch echt cool. Ey, stimmt, das erinnert mich an was. Ja, ich glaube, ich bin gerade super auf den Höhen gestoßen. Das ist schon creepy, das einfach. Das wäre fantastisch. Alles es von den... ist. Es ist keine Höhle, scheiße. Ich hab zwar ja auch eine Höhle, aber die Höhle ist voll kacke, da will ich nicht. Alter, ich will hier weg. Nee, das lohnt sich nicht. Scheiße. Ja, komm. Aufsehen! Alter, was ist denn hier los? Hallo, ich störe mir die Höhle. Warum hat der eine Zombie den Kopf auf dem Kopf? Oh. Ich hab Dinge gehört. Was ist denn hier los? Alter, ich hab echt ein Problem. Ihr habt alle schon eure Höhlen gefunden, aber ich nicht. Und ein Skelett wird gleich auf mich schießen. Oh, ne, ich hab ja noch gar nichts. Fuck. Ach, wo kommt denn hier? Kamerad. Dieser scheiß Fackelqualm, weil ich hab gedacht, ich hab schon wieder einen von euch gesehen. Ach Mann, ich höre einen Enderman, das finde ich nicht so geil. Das ist in der Tat ungünstig für dich. Aber naja. Mann, Alter, ich will doch eine Höhle finden, aber ich finde keine. Problem ist, wenn ich ihn jetzt finde, nicht ernsthaft überlegen, ob ich den nicht Alter, wo bin ich denn hier gelandet, Junge? Um mich herum nur Zombie-Geräusche. Du besser auch. Als ein Enderman. Oha. Alter, weißt du, da baust du den Block, aber da kommt, wo Wasser drin ist, und da kommt erstmal so ein Creeper hier runter, oder was? Fick dich! Da kommt her, Junge, ich bumse in eure Ärsche. Wobei, das Skelett hat keinen mehr. Warum finde ich keine Höhle? Warum? Oh, ich hab auch ein Enderman-Geräusch. Das mag ich. Oh mein Gott, gehört. Diese... Ich brauch erstmal... Spinne. Diese Spinne macht mich gerade übel fertig. Das ist nicht so cool. Und das sieht voll geil aus. Töte ihn. By the way, wenn jetzt jemand von uns sterben würde, würden wir dann noch mal von vorne anfangen für denjenigen oder lieber nicht? Nein, natürlich nicht. Das wäre aber ganz schön unfair, weil für mich habt ihr ja auch neu angefangen. Aber nicht. Wobei, wir können jetzt auch nicht 5000 mal neu anfangen. Doch wieder. Fick dich. Komm her, du Nutte. Ich bumms dich. Oh Mann, ich brauche nicht eine neue Taste für Inventar. Aber welche? Die mich jetzt eigentlich auch nicht umgewöhnen, aber B ist eigentlich ziemlich beschissen, ja. Da wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Okay, tschüss, ey. Das ist echt nicht wahr, ey. Warum gibt's hier Skelette mit Pumpkin-Köpfen? War Inventory nicht am Anfang? Keine Ahnung, Halloween Special irgendwie. Nee, Ahnung, Halloween. Immer, ey. Stimmt, aber E habe ich zum Crouchen, das kann ich auch nicht wegmachen. Ich könnte Q dafür nehmen. Na gut, okay, ich hab Q zum Crouchen. Das ist auch keine Höhle. Ich könnte Q dafür nehmen, das ist ja, hab ich auch. Ey, aua! Das hier. Ah, da brauch ich eine neue Crouch-Taste. Ist ja eine Höhle? Ist ja eine Höhle? Scheint mir eine Höhle zu sein. Fickt euch! Raus aus meiner... Moschi. Nee, das hättest jetzt du gesagt. Option. Hätte deine Mom gesagt. Es Controls. Gibt... Es ist doch einfach nur unmöglich. Da findest du mal eine Pseudo-Höhle und dann ist ja nichts.
Richtung gelaufen. Ja, mach OP für Scheiß drauf. Na Kollege. Jo, ich hab The Walking Dead geguckt, ich weiß, wie ich dich kille. Das ist natürlich auch eine Aussage. Ich bin gerade Ende der zweiten Staffel, ja, also fick. Fuck. Ja, stirb. Hab ich mich gerade erschrocken? Diese kleinen Figuren. Scheiße. Alter, da gehe ich nichts ahnt, also wirklich nichts ahnt. Willst du mich verarschen? Was ist denn hier für eine Party, ey? Auf einmal hier versteckt ihr euch alle. Einem Spawner. Alter. Wow. Die Zeit ist vorbei, ab jetzt darf die Schnetzelt werden. Alles klar, ich bin tot. Aber ich auch, ey. Ich hab sowas von ein schlechtes Gefühl hier. Ich muss aber gerade ganz ehrlich sagen, ich hab sowas von Crank. Bad Luck gerade einfach nur. Wobei. Das hier ist jetzt fertig. Alter, ist. Und das habe ich auch, das ist gut. Herzkasper hier, Alter. Ich hab den Enderman gefunden. Hallo, Enderman. Oh, hast du den Enderman gefunden oder hat er dich gefunden? Vier Endermans. Vier? Ich gehe woanders hin. Ich weiß nicht, die Höhle. Die Höhle war zwar richtig geil, aber damit. Nee. Definitiv nicht. Vier sind eindeutig 3 zu 4. Vier sind eindeutig 4 zu viel. Ja. Och, Menno, naja, ich habe ja nur einen. Dann versuche ich hier bei euch zu töten. Okay, das kann weg, das behalte ich, das kann weg. Das kann weg. Das ist echt, Das kann weg. Boah, wie ich jetzt echt. Das behalte ich mal noch. Gestorben bin, was ist? Und ab zurück. Ach nee, ich kann nicht. Ach, ich hab auch so einen hässlichen Enderman bei mir. Und ich werde von Zombies überrannt. Ich werde schon von. Also hast du gerade auch deren Zuhause irgendwie gefunden? Wie gesagt, ich war gerade in eine Höhle rein, auf einmal stand ich neben Spawner. Na gut, okay, einen Spawner hatte ich jetzt nicht, aber ich habe auf jeden Fall deren Zuhause in so einer verkackten Höhle gefunden. Es sind schon wieder 3 Stück vor mir, Alter. Was ist denn jetzt los? Aber das ist richtig fett hier, muss ich mal sagen. Pass auf, Benny, wir sind in derselben. Da ist ausgeleuchtet. Wow! Cooler Hallo. Schrei. Also ich weiß ja nicht, was ihr macht, ja, aber ihr spielt eindeutig nicht vorsichtig genug, glaube ich. Ja doch. Ich verliere halt mein Leben oder so, aber ich erschrecke mich halt immer andauernd. Weil ich kein Leben verlieren möchte. Ja, du bist dann halt nur Benny. Willst du mich jetzt verarschen oder so? Hä, was? Was mach ich denn? Du hast gerade fast gestorben. Und sogar was? Ist jo. Ja, runter. Oh. Oh. Das ist mein Lava-Rennen. Das heißt mir Out of Memory. Da war doch Wasser. Einfach mein Kopf neu starten. Oh, 3 Herzen. Boah, ich hab noch alle, mein erstes davon alles. Oh, Daniel. Ja, in Lava zu laufen ist nicht so gut. Das habe ich auch schon festgestellt, das ist irgendwie nicht so gesund, ich verstehe gar nicht warum. Geht mir genauso. Da ist so viel Wasser in meiner Nähe. Ne, das ist jetzt nicht euer Ernst. Au! Was? Alter, hör auf! Dumme. Leute, ist Tag, wir können rauskommen und schlagen. Geil. Jetzt soll ich den Kabel verrotten, verdammte Scheiße nochmal. Da hätte ich fast übelst einen Fallschaden tot. Was? Ja, du wärst fast tot, du hast 17 Herzen, was willst du? 17 Herzen? Ja. Okay, du hast 17 Herzen. Ja, aber wie gesagt, na gut, okay, 17 Lebenspunkte dann halt. aber wobei ein Herz und eben halt 2 Lebenspunkte sind. Ach, Daniel, fuck ja, ey. Alter, fick dich! Kommt ihr denn alle her, sag mal? Ich laufe eine Höhle runter und am unteren Ende ist ein Ausgang. Wie geht das? What? Ja, nicht schlecht. Ja, natürlich, Benny, ich mach dich gerade ein bisschen nach. Alle genau das gleiche Problem. Erstmal überall fucking planten. Wie, du machst mich nach fucking planten? Ach, nix. Boah, Alter. Hälfte des Lebens verloren, so eine Scheiße hier. Du? Ich mich nicht. So, fuck komm it. Her hier. Fick dich. Oh, überall solche Abgründe, wo ich immer nicht erwarte, das ist doch schlimm. Und jetzt ist hier unten nichts. Sag mal nicht, unten ist nichts. Das ist doch. Nach unten bauen ist nicht erlaubt, ne? Nein. Fuck.
fuck. Jetzt, ich habe sowieso die beste Höhle meines Lebens gefunden, Alter. Das glaubt, Tobi hat Leben verloren, was ist da passiert? Ja, ich, ne? Hanf und so. Was, Hanf? Hanf. Ja, naja. Tobi raucht ja. Naja, Hanf und so. Runde. Ja, sorry, ich hab angefangen, Drogen. Boah, ich hab gedacht, wir haben dich endlich davon weg, ey. Willst du mit mir? Okay, ich auch. Verpiss dich, du achtbeiniges Mistvieh! Ich könnt's ja anmachen, aber dann kann ich euch nicht mal hören, wenn ihr auf den Zug rankommt. Mehrere achtbeinige Mistviecher! Klar, dann warte, warte auf das Video, ich warte. Fuck, 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 fuck. Nö, ich nehm doch nicht auf. Boah! War ich? Ja, und ich mach's an. Ich will's mir anhören. Ich glaub, das heißt jetzt nicht automatisch, dass ich auch Musikboard anschmeiße. Das kann nicht wahr sein mit diesen Mistviechern. Komm, stirb. Komm, stirb. Kurz Ansage, aber oh. Ich kriege eine Krise. Ich kriege keine von dem Typen Höhle. Ich bin immer noch auf bei der Problem. Auf jeden Fall cool, dass ich schon 10 Level habe. Ich habe schon 16. Benny, du auch. Wir haben aber das gleiche Problem, Benny, ne? Also, wie viel hast du? Ich habe nicht verstanden. 16. 16. Oh, das ist krass. Also ich habe 7. Ich bin die ganze Zeit nur am Monstern. Ah. Killen, ey. Weil ich hatte schon so viele Höhleneingänge oder vermeintliche Höhleneingänge und... Wow. Das ist blöd. Gerade am Meckern schon wird man belohnt, ne? Ich find kein Eisen, das ist ein bisschen doof. Dafür finden Unmengen an Zombies mich, wo kommen die denn alle her? Aus einem Spawn. Wir haben den L-Lukas L-Radar angemacht. Ja, so ungefähr, ne? Fuck, 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 Tobi, ich glaube, ich bin da, wo du warst. Juhu, guck grad kurz nach vorne. Auf einmal sind da tatsächlich mehrere. Fuck, fuck, da sind... Mann, Enderman? Nein! Ich will da nicht mehr! Wie Benny gerade am Sterben ist, Alter! Mann, aber hier ist so geil, aber Manu! Oh verdammt, ich hab meine Workbench vergessen. Scheiße, scheiße. Nimm, was wollt ihr jetzt machen, Mama? Ach ja, Fackeln. Ich nehme schon wieder keine mehr. Das ist definitiv wichtig. So. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie hat man das gebaut? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, ich hab's rausgefunden. Okay, fuck L, Junge. L ist doch cool. Nichts gegen L. Ich wollte sagen, nichts gegen L. Ja. Niemand sitzt so cool wie L. Scheiße, ich hab auch meine Workbench vergessen, Benny. Fuck. Alter. Ich hab gerade mit 2 Pfeilen ein Skelett getötet und hab durch seinen Tod 2 Pfeile bekommen. Und die Knochen. Das finde ich fair. Das ist natürlich nice. Das ist fair. So, ich möchte jetzt erstmal gerne ein Upgrade, Junge. Das Coole ist, die Endermen sind quasi mein natürlicher Schutzwache. Wenn Enderman kommt, dann wird es dem genauso schwierig fallen. Was ist, wenn einer von euch kommt? Ich denke nicht, dass wir uns jetzt sofort finden werden. Also ich und Daniel waren halt relativ nah beieinander, Tobi aber mehr. Tobi ist gerne mal so ein... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Den hast du gefunden. Ich hab schon wieder einen Spawner. Diesmal einen Skelett-Spawner. Okay, du kannst dann also nicht bei mir sein. Ich hab nämlich einen kaputt gemacht. Also ich möchte mal nur ganz kurz nebenbei erwähnen. Ich glaube, ich habe die Difficulty auf Normal gestellt. Ich weiß nicht, warum ich das glaube, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir auf jeden Fall mehr Monster haben, als wir sollten. Und zum anderen, ich bin jetzt leider nicht in der Höhle, in der ich war. Weil ich bin nämlich extra zurückgerannt gerade. Ah, du, ich bin dumm. Ehrlich jetzt. Ja, echt? Ich bin jetzt da, wo ich... Bei mir waren auch nicht 4 Creeper, sondern nur 2. Also nur 2, ne? Achso. Schade. Jetzt mal ja gesagt, man. Also ich brauche zumindest nur 2, die ich hatte ausmachen können. Das brauche ich nicht mehr. Ich bin schnell weggegangen dann. Das brauche ich nicht mehr. Wie war denn das? War das so? Nee. So? So war es alles klar. Was kann ich jetzt mehr? Nee, bevor ich das mache. Bevor ich das mache, sterbe ich lieber. Nee, das nicht, aber. Bevor ich das mache, sterbe ich lieber. Das ist die sinnloseste Aussage, die ich jemals gesagt habe. Bevor ich sterbe, sterbe ich lieber. Läuft. Habt ihr mitbekommen, mittlerweile gibt es 60 FPS bei YouTube. Mhm. Was geht denn jetzt hier ab, ey? Voll geil. Alter, was ist denn hier für eine Party, ey? Ich bin gleich Level 20. Tobi, wenn ihr mit auch immer noch gesprungen kommt, lasst ihr mal 2 Eisen an der Karte rüstung da, ne? Oh cool, danke.
Tobi, ich meine nicht, dass es einfach mehr Monster sind. Ich finde einfach, die Monster sind schwieriger zu killen. Aus den letzten Battle-Aufnahmen habe ich doch dann so rausgefunden, dass du doch gerne mal so ein Pferd dann so? Ja, aber das hat mich so? Jetzt immer nur in meinen Tod geritten. Oh mein Gott, Tobi, da war so schlecht. Okay, also, Benny. Unglaublich schlecht. Benny. Was denn? Wenn du jetzt wieder bei mir wärst. Jetzt würde ich verstehen, wenn du sagen würdest, hier ist Arsch viel Kohle. Denn what the fuck, hier ist viel das Kohle. Das gibt's nicht. Ich werde. Lass mich echt wieder in die. Okay, jetzt habe ich aber die Eisenader gehen. Hoch 10 gefunden. Leck mich am Dödelmann, ey. Am Dödelmann? Was, voll Dia-Rüstung hast du? Nee, aber ich habe gleich voll Eisen, wenn das so weitergeht, ey. Schon? Cool. Daniel hat's offensichtlich schon. Nee, leider noch nicht. Ich finde alles fand außer ich, Eisen. Ich bin voll auf Terraria, ich drücke immer auf Escape, wenn ich ins Menü will. Das ist voll scheiße. Das finde ich nicht gerade positiv. Ja. Das ist klar, Junge, wie viel Eisen habe ich? 12, nice. Boah, krass, schon 12, Lukas. Das ist jetzt aber eine Menge. Ja, das heißt ja nicht, dass ich schon alles abgebaut habe, du genialer Typ. So, jetzt habe ich alles abgebaut. Jetzt also, habe ich 16. Das ist doch nicht wahr. Aber eine Brustplatte habe ich schon. Danke. Okay. Immer gut zu wissen, was der hat. Oh, hier oben ist ja noch mehr. Das ist ja wunderhübsch einfach nur. Komm, gib dir das alles. Und nochmal ab. Nee. Geil. Ich werde da keine. Stehst du Wichser wieder direkt suchen. Vor mir oder was sagst du? Aber nicht mit Papa Schlumpf, Junge. Cool. Das ist quasi selbst als Daddy. Gab's nicht immer so Cornflakes? So Cornflakes hießen nicht mal Daddy-O's? Ja, ich glaube, das war noch aus irgendeiner Serie, stimmt. Oder? War das nicht noch aus irgendeiner Serie? Keine Ahnung. Ich glaube, die gab's auch wirklich. Kann natürlich auch sein, aber es war auf jeden Fall in irgendeiner Serie, wo ich die mal gesehen habe. Da ist ja, es so dunkel und groß. Dunkel und groß? Redest du von einer Rektalöffnung? Nee, warte mal. Ja, Daniel denkt immer an dunkle und große Sachen. Ich muss sagen, ich finde so viele Skelette, mit denen ich zu tun hatte hier, es ist nicht mal so richtig lustig. Hier. Welches Level seid ihr jetzt? Immer noch. Oh nein. 18. Ich bin 11. 15. Und ich habe eine Mine gefunden, fuck. An einem Riss, oder? Ich bin in keinem Riss, aber die Minen können ja riesengroß werden, deswegen. Ja. Alter, wie viel Kohle ist denn hier bitte? Fuck, weißt du, was Gronkh da bei sich unterm Häuschen gebastelt hat? Das ist ja gar nichts dagegen, was ich hier gerade gefunden habe. Ey, geh mir doch mal nicht auf den Sack, du Kürbisgesicht. Es gibt ja nicht, es gibt ja nicht, es gibt ja nicht, es gibt ja nicht, es gibt ja nicht. Aimbot. Ich hasse Aimbot. Mann, ich will gar nicht so abgehen gerade, aber. Das hatte ich. Dass irgendwelche Viecher Aimbot hatten, das habe ich immer das Gefühl bei Skyrim bei diesen hässlichen Big Spinnen da. Die haben irgendwie immer Aimbot. Die treffen dich immer, egal was du machst. Die Skelette haben aber echt so eine Art Aimbot bei Minecraft. Haben sie. Ja, wäre ja schlimm, wenn nicht. Ab einem gewissen Version war es echt richtig krank. Davor ging es immer noch. Aber dann wurde es irgendwie unmenschlich, was sie da gemacht haben. Unmenschlich. Aber das Krasse ist, mir kommt das so vor, als würde sich mein Leben echt krass regenerieren. Also. Dann sind wir wahrscheinlich doch noch auf Peaceful. Spielt der Life Generation mit einer Rolle, ja? Ja, also ganz echt, das kann ich jetzt auch schon mal wegwerfen hier. Also entweder ich werde weniger oft getroffen, als ich so, spiele. So, tschüss. Ah, ich habe wieder eine Feder bekommen. Wo habe ich denn die Feder her? Ach nee, Feder hatte ich. Okay, ja, sind alle gerade nicht in Gefechte verwickelt, das ist immer gut. Also ich habe gerade auf jeden Fall auch einen Riss X-Coward. Ein Discoward. X-Coward. Warum sage ich das? Sage ich jedes Mal, oder? X-Cover finde ich gut. Das brauche ich jetzt nicht. Nach oben bauen ist ja verboten, oder? Nach oben bauen? Achso, du meinst auf verboten? Raus nach oben. Da, ja. Kommst ja. Da kommst ja nie wieder irgendwo raus, ey. Wobei, war das verboten? Ich glaube nicht. Nur nach unten bauen war, glaube ich, verboten. Also aus einer Höhle rausgraben ist prinzipiell nicht verboten, weil das ist echt, sonst bei riesengroßen Höhlen ist es echt zu
Ich meine, das ist ja sein, wenn jetzt mal zum Beispiel wieder aus seiner verkackten Hülle da rauskommt. Ja eben, mein Orientierungssinn ist zwar brillant, aber... Du meinst so wie alles. Ja, ich weiß noch, wie Benny sich selber beschrieben hat, also als die pure Geilheit in Person. Ja. Also ich bin schon ziemlich awesome. Das sagt sogar meine Freundin von sich selbst. Moment, das ist cool. Ich bin also so ein bisschen awesome bin ich ja schon, wa? Ach, nicht nur ein bisschen, also wir gehen erst mal anders hinsetzen hier. Wir gehen da immer auf uns, jetzt auf uns selbst jeweils richtig ab, aber das ist irgendwie ziemlich komisch. So, jetzt habe ich das alles. Was will ich denn jetzt noch haben? Weißt du, die Vorstellung davon ist schrecklich. Alter, ich glaube, ich sterbe gleich. Moment, ich muss hier erstmal weg. Das ist nicht so ein guter Spot gewesen, finde ich. Hä, wer hat mich jetzt gekillt? Hey, gekillt? Angegriffen. Alter. Wer hat mich jetzt gekillt, Alter? What the fuck? Ich hatte noch nie so ein komisches Erlebnis. So ein komischer kleiner Sandwurm oder was das war, angegriffen. So hat es immer gemacht. Ja, das ist so ein so ein Vieh, was aus dem Stein rauskommt, passt schon. Wie heißt das Viecher nochmal? Ich hab das voll vergessen. Silberfisch. Silberfisch. Ja, genau, Silberfisch. In was für einem Biom bist du? Was, ich? Ja. Weißt du doch jetzt sowieso, Daniel. Dann, ich bin in einer riesengroßen Höhle und bin schon 3 Milliarden Kilometer gelaufen. Wenn also du F3 drückst, kannst du das... Wa? Wenn du F3 drückst, kannst du das lesen. Ach stimmt, wenn ich F3 drücke, kann ich das sehen, ja. Echt? Gut, ja. Denn wenn ich jetzt F3 drücke, dann sage ich es ja nicht. Ah, da. Nee, es geht bloß darum, in Extreme Hits gibt es die. Aber ansonsten gibt es die nur also, in der Nähe vom End. War die Beschreibung von diesem Seed-Code nicht eh irgendwas mit Höhen, Quatsch, wie im Bergen und so? Wenn ich es da wenig gefunden habe, du hast keine Ahnung, wie die Beschreibung davon war. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, ja, dann in dem Fall weiß ich nicht. Ach, Mensch. Also langsam wird's langweilig. Wenn du eine halbe Stunde mit voll dir rumläufst, dann echt, dann ätzt das einmal. Ja, genau. Ich weiß, wie du dich fühlst, Benny. Sehr gut. Oh, da vorne ist ein... Wie nennt man das? Was, ich bin da nicht. Wie nennt man das? Smaragd? Oh, cool, Smaragd. Du bist in den Stream jetzt alles klar. Das finde ich nicht gut. Das hilft dir jetzt, glaube ich, ungemein nicht weiter, aber. Naja, im Prinzip hilfst du mir echt nicht weiter, ne? Aber F3 ist erlaubt, sagt er. Ja, klar, ist F3 erlaubt. Ich habe F3 immer an. Alter, what the fuck, einfach. Stimmt, ja, für Höhe und so ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Aber auf Dauer nicht nerven, ich muss doch stecken tiefer, das guck ich nachher nochmal rein. Sicher. Spinne bitte. Ich brauche noch eine Spinne. Du brauchst noch eine Spinne? Für was? Für Bogen. Ich mal sagen, wie viele Spinnen ich schon gekillt habe, Daniel. Ich war schon an zwei Spawnern. Da habe ich so richtig geiles Zeug gefunden. Vor allen Dingen so Eisenzeug zu Anfang. Das ist übel cool. Oh, cool, hier liegt Erfahrung rum. Oh, fuck. Oh, scheiße. Das könnte ich sagen. Danke, Daniel, jetzt hast du mich daran erinnert, abzubauen, wenn ich Q drücke. So, jetzt muss ich erstmal wieder... Besser gesagt, dass ich Q drücken muss, während ich abbaue. Wenn man wieder mal zurückgucke. So, macht das eigentlich einer von euch? Was? Ständig, also so in regelmäßigen Abständen, man sich mal umgucken, also wirklich gucken, wo er herkommt, ob einer ihn verfolgt. Ja, alle 5 Sekunden, glaube ich. Ja, ich mache das nie, das ist voll der Fehler. Dauert zu lange. Ich bewege mich einfach überschnell, zumindest kommt es mir so vor. Ach du Schande, was ist denn hier passiert? Lukas, ich glaube, du hast noch nie die Zwangsnervose gehabt. Nee. Ich guck mich auch im Real Life immer so gut wie nie um. Also außer über die Straße laufen links und rechts, klar, aber wenn ich irgendwie... Wenn ich jetzt irgendwie über den Bürgersteig laufe oder so, dann guck ich nie nach hinten. Nie. Das muss mir dann beim Autofahren voll angewendet, dass ich mal zurückgucke. Spielt, dann ist es ja auch so eine Sache. Ja, oh Leute, ich will nicht angeben, aber ich hab so viel Eisen, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, ich auch. Ich werde nicht sagen, aber ich glaube, der Einzige, Benni, der nicht nach hinten gucken muss, bin ich, bloß, weil ich irgendwie der Einzige bin, der uns verdammt nah sind. Okay. Also näher, als wir uns sein sollten. Kommst du drauf? Weiß nicht, ich habe irgendwie so ein dummes Gefühl, als ob Benny in der Nähe ist. Der Benny-Radar hat angeschlagen. Ja, so ungefähr so. Es hat gerade irgendwie in meinem Kopf piep gemacht. Ist es jetzt weg, Lukas? Ja, jetzt ist wieder da, komisch. Hä? Alter, Leute, ich hab übelste Dings, vielleicht muss mal kurz hier mein Minecraft beenden.
Wenn jetzt hier einer kommt, ey, der fickt mich sowas von hart einfach nicht. Hab schon wieder übelste Clip-Fehler, ja, Block abgebaut, nicht gesehen, nicht richtig ausgeleuchtet. Fackeln haben nicht funktioniert. Also nicht richtig funktioniert. Kann auch Internetproblemchen sein. Ja, natürlich, aber von der Wende behebt sich nicht. Nicht bedingt, ja. Nicht so, unbedingt. Jetzt geht's wieder geil. Alles geil. Okay. Hey, cool, halt Zombie. Geht's da weiter? Na, so, 14 Level. Ah ne, hier will ich aber bleiben, ehrlich gesagt. Okay. Fuck, 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 fuck. Danke, Benny. Was ist danke? Dafür, dass du mich dran erinnert hast zu crouchen. Oh, die scheiß Spinne hätte mich fast in ein Lavabecken geschoben. Benny, verpiss dich von mir. Alter, wie geht denn das? Zombie in Goldrüstung. Oh, komm ja, schon, Benny, gib mir doch mal was Geiles auch, hier. Was soll das denn? Du brauchst halt etwas voll extra harte Bedingungen. Alter, ich werd grad voll von Monstern zu Tode gewäscht. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Ach, kein Wunder. Ich bin... Awesome? Ja, aber... Also ich bin ja schon ziemlich aber awesome. Aber die Monster greifen mich nicht wegen meiner Awesomeness an. Sondern weil ja, die wollen, die wollen alle ein Küsschen von dir. Da werden die hier, wie heißt er zu Dirk Nowitzki? Ne, wie hieß er? Dirk Nowitzki? Ne, wie hieß denn der Haribo-Typ? Thomas Gottschalk? Thomas Gottschalk? Ja, genau, also, Thomas Gottschalk. Also what the fuck? Und Thomas Gottschalk verwechselt, das ist auch eine Künstlerin. Ja. Wir sind halt beide blond. Wow! Alter. Was ist denn das jetzt hier für eine Politik? Wie ist denn das möglich? Drei Zombies auf einmal. Ey, willst du mich verarschen? Ich hatte vorhin fünf Zombies auf einmal. Geht doch noch. Dann noch drei Skelette dazu, ein Enderman. Alter, seid ihr alle bescheuert oder was? Dann baue ich mich jetzt halt in. Baue ich mich jetzt halt in die Richtung. Was ist denn hier Tolles? Alter, ich hab so Angst. Ich hab solche Angst gerade. Ich sollte vielleicht auch mal anfangen, alles auszuleuchten. Alter. Hau ab. Ein Kohle mehr. Ein Kohle mehr. Und hier hinten ist Ende. Okay, erstmal regenerieren. Ich bin regeneriert. Mal wieder boah, auf fuck! Seite. Okay, ich glaube, da gehe ich nicht lang. Ich hab so Angst, so riesengroße Angst, irgendwo reinzufallen. Lukas? Ja? Warum sinkt dein Leben immer noch? Weiß ich auch. 6, 5. Ah, der 6. Warst du gerade in Lava? Ich wäre gerade rücklings beinahe in Lava reingelaufen. Halt euer Maul einfach. Oh, du hast gebrannt, oder? Ich hab's, also die Lava habe ich heute irgendwie gefressen. Glück nehme ich nicht auf, weil ich muss nämlich mal kurz raus haben. Nicht, da in die Richtung buddel ich mich nicht mehr. Ich buddel mich jetzt wieder. Problem ist, ich glaube, ich bin umgeben von Lava. Enderman, verpiss dich einfach. Portet dich einfach weg. Tu mir einfach den Gefallen. Alter, zwei Kürbiszombies. Sag mal, habt ihr auch so viele Kürbiszombies? Ja. Irgendwie schon. Und sonst nie. Ich kann mich in solchen früheren Versionen gar nicht standardmäßig an Kürbiszombies erinnern. Wie der mit seinen riesigen Glubschaugen zu mir tut, dieser hässliche Enderman. Ist einfach mal nicht klar, dass ich hier von Monster umgeben bin. Auf 15. Boah, wo kommt ihr denn noch her, ihr Spastiker? Boah, ey.
Ich bin so doof, ich sollte echt dran denken, immer mal auszuleuchten. Ach nö, in irgendeine Höhle, wo ich gerade Fatih nicht gefunden habe, habe ich keine Lust reinzugehen. Könnte natürlich auch eine von meinen früheren sein, ich war mittlerweile in drei oder vier. Hallo, das ist Gold, ey. Das ist Eisen und Gold direkt übereinander, deswegen habe ich das gerade voll unterschieden. Mein Kopf, ah, das gibt's ja nicht. Also Benni, bei dir läuft heute irgendwie nicht so, ne? Ne, irgendwie nicht so. Ey, war... Weißt du, das ist schon wieder sowas. Ich habe jetzt Kohle auf Höhe... Ey, Leute. 10 gefunden. Leute, wenn wir... Ja. Wenn wir jetzt in der Session wären, wäre es geil. Ich hab schon mal Melon Seeds. Toll. Geil, Melon Seeds sind immer gut. Was braucht man die? Also für Melonen. Weil Essen ist Fleisch eindeutig geiler. Ja, aber Melonen kriegst du einfacher. Eigentlich. Wenn du halt erstmal ganz schön viele davon hast, dann bekommst du die viel einfacher als Fleisch. Wenn du die gefunden hast meistens. Ja, ich meine, das ist halt für die Season, also wenn du halt ganz normal Minecraft spielst, ist es eigentlich cooler, finde ich. Wobei du natürlich auch, wobei du kannst ja Melonen einfach erstmal mitnehmen. Aber Melonen musst du viel Du kannst ja aus Melonenstückchen wieder Melonen craften, was ich so genial finde. Hast auch mal deinen Spaß damit, deine Melonenstückchen zu craften, ha? Ne, aus einer Melone kannst du wieder, ne, andersrum, aus Melonenstückchen kannst du eine komplette ganze Melone basteln. Warum seid ihr keine Diamanten? Fick dich! Hoffentlich hast du Kleber mitgenommen. Ohne Kleber wird das schwierig, haha, haha, haha. Ne, Tobi, einfach in Device, doch, ich muss einfach. Ja, ich auch, Tobi, wir sind uns gar nicht so ähnlich. Wir sind uns gar nicht so ähnlich. Ne, gar nicht so unähnlich, habe ich jetzt. Ach so, fuck, das Un habe ich. Alter, da läufst du um eine Ecke. Ja, ich versteh's auch nicht, also heute verschlucke ich irgendwie ganz gerne mehr so Wortbruchstücke. Okay, ich wäre fast. Huch! Ich wäre gerade beinahe. Ich glaube, ich kann bald raus. Mit Anlauf wäre ich beinahe in die Lava gesprungen gerade. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich bin King der Alternativen und so. Oh shit! Was bist du, Benny? Ich bin King der alternativen Handlung. Was ist jetzt hier für eine Ironie? Warum habe ich jetzt. Was denn jetzt? Nee, ohne Scheiß. Jetzt wünsche ich mir wieder, ich hätte aufgenommen, wa? Wisst ihr was, ich kann es euch ja mal ganz eben schnell erklären, wa? Ich habe vorhin einen einzigen Diamantblock in der Erde gefunden, wa? Ja. Mir fehlt noch ein Diamantblock zum Diaschwert, wa? So, jetzt buddel ich mich hier gerade so durch die Erde und inmitten eines riesigen Lavasees steht genau ein einziger Diamant. Cool, du hast also jetzt Diamanten. Kann ich mir ein Diamantschwert craften. Also ich habe noch keinen einzigen Diamanten gefunden, den ich mir abbauen kann. Aber dafür habe ich den Kisten schon drei. ja, du weißt ja auch. Nee, habe ich nichts von. Also ich fand's gerade voll geil, weißt du, ich suche hier noch einen einzigen Diamanten und inmitten eines riesigen Lavasees ist genau ein einziger Diamant. Also habt ihr jetzt alle schon vor dir? Auf jeden Fall. Aber ich alle einstimmig, klar. Und nicht? Ja, natürlich, hallo? Also wer jetzt noch keine Full Deer hat, na, dann weiß ich auch nicht. Kann eigentlich aufgeben, ja. Ja, also mal ganz ehrlich. Nicht sterben. Naja, ich doch. Brauchen dich noch. Was? Dazu. So. Schnell mal alles wieder gelöscht und kaputt gemacht. Ach das ja, meinst du? Naja, was Inventarbereinigung ist was Feines. Brauchst du gerade auch Inventarbereinigung, Benny? Ja, mit meinem Lava-Eimer. Ja, ich auch. Gar nicht so unrealistisch oder falsch oder so. Ne? Hab ich keine Fackeln mehr, was ist denn jetzt los? Ich hab noch 11 Stickwits zusammen. Jetzt hab ich wieder 8. Muss ich mir aber gleich meine Stickies basteln. Gar nicht. Oh my fucking Gott, ich hab was Beide vergessen. Oh krass, so ein Zufall, es bietet sich an. Ich bin im Leben von Diamanten. Nee, aber das, wenn ich das jetzt durch Zufall bemerkt hätte, dass ich jetzt im Leben von Diamanten bin, das wäre schon ziemlich absurd. Was würde ich denn jetzt tun, Mama?
Ich war gerade irgendwas total Wichtiges wollte ich gerade machen. Nein, ich hab's vergessen. Scheiße. Nee, keine Ahnung. So, Lukas gibt der Sache Zeit, du wirst dich dran erinnern. Oder auch nicht. Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, meinst du? So, ich bin wieder an meinem Riss mit der schönen Mine dran, aber ich... Also bist du da, wo alles begann? Ja, ich bin aber überlegen, ob ich da reinstehe. Ach, ich weiß wieder, was ein bisschen ich genau. Dias Farm, aber ich denke mir so, nee, lässt es lieber. Ja, ich muss sagen, ich bin gerade noch ein bisschen dabei, noch ein paar Dias zu farmen. Also nur so ein Dias-Schwert reicht mir. Was willst du noch? Wobei, mal, weißt du was, ganz ehrlich, scheiß drauf, ich geh jetzt raus. Ich guck mal, ob ich euch irgendwie finde. Ich glaube, ich habe so eine Idee, wo Daniel ist. Ja, wo? Ja. Ne, ich habe dich ja vorhin gesehen, vielleicht bist du ja. Ich habe auch vorhin so einen Riss gesehen, mal gucken, ob du da dran bist. Ich komm dich mal suchen, ne? Jetzt kommt Daniel, hat bestimmt direkt Angst. Ja. Ich wette, Daniel hat sich jetzt bestimmt erstmal umgeguckt, ob ich nicht direkt hinter ihm stehe. Oder ob er deinen Namen sieht. Oh Gott, bless you, Mary Gentleman. Manchmal habe ich echt Glück. Alter, warum sind hier so viele? Oh, nee. Ach ja, schöne Landschaft hier, muss man sagen. Auf jeden Fall. Bin ich hier nach oben, Alter. Wir machen Minecraft Battle und ihr sagt, was für eine schöne Landschaft hier ist. Aber das ist auch naja, das soll ja, das soll Daniel wollte jetzt gerade sagen, alles klar, guck hier, ich bin oben. Stimmt's, Daniel? Genau. Oh, hier ist ein Riss. Mal wieder. That's what she said. Nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Ich sehe. Auch den meide ich. Komm schon. Ja. Das kotzt mich jetzt hier gerade alle so ein bisschen an. Schon nicht nur ein bisschen. Hallo. Ich bin sowas von tot, Alter. Was? Wie ist er ausgerüstet? Sprich mit uns, Daniel. Besser als er auf jeden Fall, ja. Also, alles klar, Daniel ist raus. Null Schnitte da den. Ich glaube, ich weiß schon, wer gewinnen wird, aber naja. GG, Alter. Ja, GG. Wir sind ausgerüstet, erzähl's uns. Nee, okay, alles klar. Nein. Oh. So viel bin ich nicht. Ich hab schon genug mit meinen Kommentaren gesagt. Ja, ich würde mal sagen, Tobi hat eine verzauberte Rüstung. Aber über Tobi hast du nichts gesagt. Oh, ich muss mir dringend wahrscheinlich mal eine neue Maus anschaffen. Du auch? Was ja. Willst du denn dir holen? Mein Mausrad springt manchmal, obwohl ich es nur du, Daniel, eins wenn mache, du neue Maus fünf oder, mit, ich hab da voll fünf die Idee hinten oder fünf zurück. Ja, welche? Zeige ich dir nachher mal, nach dem Battle. Hm. Was hast du, Lukas? Die kostet 39 Euro und hat irgendwas bei 8 oder 9 belegbare Knöpfe. Aber es ist bestimmt keine Wireless, oder? Das weiß ich nicht. Ich will nämlich unbedingt eine Wireless-Maus haben. Und ich suche eine Wireless-Maus, die Batterie betrieben ist und nicht mit irgendeinem scheiß Akku da. Die ganzen Lithium-Ionen-Akku-Dinger. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt. Ach ne, gut, okay, ich habe jetzt eine Wireless-Maus. Eine Wireless-Maus, ja. Ich habe meinen Akku seit über anderthalb Jahren oder so schon drin, noch nie aufladen müssen. Perfekt. Wie kacke ist denn das gemacht, ja? Also eigentlich war ich auf Full Dia, aber ich gehe lieber nicht auf Full Dia, sondern gucke jetzt erstmal, ob ich nicht irgendwas verzaubern kann. Okay, Moment. Ziemlich blöd, aber ich renne nochmal zu Daniel seinen Todespunkt zurück. Oder? Wo war mein Todespunkt? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich finde ihn. Daniel, hattest du jetzt eigentlich Diamantsachen? Ja, ich hatte 3 Dias. Also ein Diamantschwert und einen übrig. Alles klar. Und manchmal habe ich alles fertig gemacht dann. Ja, nee, deswegen finde ich es immer so ein bisschen Quatsch, sich ein Dia-Schwert zu basteln. Ja, weil viel stärker als so ein Iron-Schwert ist es nicht. Ja. Und du schaffst es mit einem Eisenschwert ein, mit Dia-Schwert zu killen. Das gibt's ja nicht. Du brauchst das aber eigentlich nicht. Für, wenn du jetzt jemanden von 10 Leben auf 0 Leben runterbringen willst, dann dauert es mit einem Eisenschwert genauso lange wie mit. Go, Benny! Nicht am Creep sterben! Alter. Buddest du dich eine Ebene nach oben?
Was ist eigentlich mit dir, Daniel? Möchtest du jetzt eigentlich uns zugucken? Ich fliege ja ehrlich gesagt gerade schon über die Map, aber finde ja, du kannst dich ja porten. Ich ehrlich gesagt bin ich da vorsichtig, weil ich nicht weiß, welchen Namen ich zuerst eingeben muss. Deinen eigenen musst du zuerst eingeben. Ja, genau. Deinen eigenen und dann den anderen. Scheiße. Aber wir Leerzeichen dazwischen, ja, und den anderen. Ja. Slash TP, Leerzeichen, dein Name, Leerzeichen, der andere Name. Da muss jetzt aber echt vorsichtig sein, weil wenn du jetzt irgendwas verrätst, Daniel, dann... Das darf nicht wahr sein, Alter. Naja, zumindest habe ich meine Höhle wieder gefunden. Ich habe zwar keine Ahnung, wo Daniel seine Höhle war, aber... Oh, finally, Alter, finally. Das hat zwar ewig gedauert, aber jetzt... Weißt du, ich habe keinen Bogen, trifft Daniel beschießt mich, den Bogen hat 1000 Pfeile, ich nehme den Bogen und die Pfeile nicht mit. Ich habe 9 Pfeile gehabt. Ja, das ist doch schon mal was. Ich habe die ganze Zeit lang immer Hühner getötet, also ich hatte sicherlich noch... Alter, Daniel, hast du mich gerade erschrocken? Hast du mich erschrocken, Junge? Tut mir leid, ich gehe wieder. Nee, du kannst nicht da bleiben, aber... Oh. Nee, ich will euch erstmal töten, was ihr alles für ein Trip habt. Alles klar. Wir alle. Fick dich. Ben mit Doppel-N, oh. Ja, mit Doppel-N, 2-2-2. Ich meine, du wirst sicher jetzt nicht sonderlich überrascht sein, weil... Daniel fucking Hurens mit. Das ist ja klar. Mein Puls. Pack mal dein Schwert aus. Dreifach sinnlos. Mein Schwert. Hier, oder... Ah, cool, du bist unsichtbar. Halb unsichtbar, und, oder? Also, man sieht bestimmt meinen Humus, oder? Ja, aber... Also, ich hab dich ganz deutlich gesehen, Daniel. Alter, mein Herz. Daniel, kündigst du dich bitte das nächste Mal an? Eventuell. Da, Alter, das war echt nicht witzig. Ich hab gedacht, es kommt gleich einer und bumst mich hart in den Anus. Tobi, ich hab außerdem was eingesammelt von dir hier. Ja, das lag da nicht, weil ich es nicht wollte oder so. Daniel, geh doch in den Game-Mode. Später. Alter, schon wieder. Warte. Oh, it looks like the game has crashed. Wenn mich jetzt einer von euch killt, ne, geht ja gar nicht. Du bist vom Server runter. Eventuell ein paar Anforderungen runterstellen, Benny. Oder Minecraft. Oder am besten erstmal Minecraft mehr RAM zu weisen. Ach so, ja, daran liegt's aber nicht. Minecraft läuft flüssig. Ja, aber wenn oder? wenn daran steht, dass der RAM über Dings herumst, du weißt doch, wie die Message ist. Ich hatte nie so viel Fraps, ich hab grad über 70, ja, das ist unglaublich. Ja, das ist, hängt ja damit nicht unbedingt zusammen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte schnell Dias gefunden, Alter. Ich hatte mir alles Zeug zusammengesucht und hatte dann ein riesiges Loch gefunden, wo unten Wasser war. Runtergesprungen, da war ich dann direkt auf Höhe 20 oder so. Warst du dann eigentlich im Schneebiom? Wow. Wo ich das gesagt habe, wo du mich gefragt hattest, war ich gerade rausgegangen. In Sumpfbiom, glaube. Okay. Oh, fuck, was packe ich jetzt hier? Das brauche ich nicht. Tobi, bist du an der Oberfläche, wenn ich fragen darf? Nein, jetzt gerade nicht mehr. Wow. Willst du jetzt weiterfahren? Ja, fick dich, du bist viel, hast du das hätte jetzt so gedacht, wa? Das ist ja auch ein Scheiße, Lukas. Alles klar. Ne, ich hätte mich jetzt eh nicht angeguckt, du bist. Hinter dir. Bin ich da? Bitte doch noch 3 Dias farmen damit. Ich so viel verspreche ich, werde keine Dias farmen. Das kann ich sogar versprechen, weil ich es definitiv nicht mache. Habe ich nicht vor, habe ich auch keinen Bock zu. Aber du willst ja ein Enchantment Table bauen. Was ich jetzt bauen will, das verrate ich natürlich nicht, aber ich werde auf jeden Fall eine Dias farmen. Boah, Junge, ich muss mal wieder was essen. Deswegen brauchst du Obsidian. Deswegen brauchst du eine Dia. Hast du echt eine Diamantspitzhacke, Alter? Hä, aber so viel Dias, das kannst du ja nicht. Da musst du echt mal damit Glück gehabt haben. Hättest du dir echt auf machen können. Nein! Ich hab halt von Daniel was Schönes noch bekommen gehabt. Hi, Daniel. Ach, Daniel hat 3 Dias mir im Prinzip gegeben. Aber ich die habe. Oder nicht? Ja, 2 als Schwert. So, dann habe ich ein schönes 4er Schwert. Tobi. Ja. Hattest du davor auch schon gehabt, aber naja. Darf ich die haben? Was haben? Ja, die Diamanten. Nein. Mann, warum nicht? Sei mal nicht so ein Arschloch. Ich brauch die. Ja, sei mal nicht so ein Arschloch. Ja, wenn du fuck, das funktioniert ja alles gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Oh, fuck, die Wirtschaft. Oh, wow, ich bin gerade fast gestorben.
bin aus einer riesengroßen Höhle gesprungen, oh, scheiße. Dachte, springst ins Daniel. Wasser. Dann hab nur einen Block verfehlt, ey. Was? Ich mach mir gerade ein bisschen Sorgen. Weil? Gucken, was hier vor mir ist. Ja, ja, hab ich gerade gesehen. Ja, ja. Ich mach mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich. Alter! Help! Kriegst du es gebacken, Alter? Jawoll! Nein! Och Mann. Stopp. Alter, warum brauch ich für ein Zombie vier Schläge? Ist doch für ein Arsch. Ich hab so eine alles geile nicht so wirklich, Idee. Wie ich mir das gedacht habe. Das muss ich noch ein bisschen ändern. Tobi, ich freue mich auf dich. Nee, das ist alles nicht so gut. Es gibt eigentlich so gut wie jedes Biom gibt's auf der Map. Die ist richtig geil eigentlich. Oh Mann, warum hängt sich das denn schon wieder auf? Das gibt's doch nicht. Das ist passiert jetzt andauernd. Was Daniel, bei wem da? Bist du gerade? Ey, Daniel, siehst du mich gerade? Bei wem bist du gerade, Daniel? Bei Benny. Oh, oh. Ja. Nein! Hm. Ah, fuck it. Okay, ich hätte auf jeden Fall schon mal den... Ich hatte nur Dia-Schwert und Boden und neun Pfeile und meine Eisenrüstung gehabt. Also ich hätte den keinen von euch eine Schnitte gehabt. So viel steht schon mal fest. Also ich war definitiv als schlechtestes. Ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, dass du eventuell solche Aussagen nicht treffen solltest. Sorry. Weil auch wenn die anderen bereits größtenteils wissen, was ich habe, weiß ich oder glaube nicht, mein Minecraft ist abgestürzt. Aber gut zu wissen, dass Lukas auch so gut equipped ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, sage ich ja. Mein Minecraft ist abgestürzt. Das hat deins auch, ja. Ja. Und du bist bei mir noch nicht angezeigt als raus, oder ist das schon raus? Ja, ich bin noch nicht raus. Jetzt bin ich raus. Moment. Ich join mal eben schnell neu, wa? Ja, mach ich auch die ganze Zeit. Ja, ich muss mal gucken, hoffentlich funktioniert jetzt auch alles noch so, wie ich mir das denke. Komm aus dem fucking Biom hier nicht raus. Oh nein, ich häng dich schon wieder auf. Das gibt's nicht. Ich versteh's nicht. Ich weiß von Minecraft komplett zu, nochmal auf. Funktioniert doch. Ich will's doch endlich kämpfen. Könntest du dich eventuell nicht in den Weg stellen, damit ich das Vieh auch treffe, Daniel? Ich stand links neben dir, Tobias. Ja, aber ein Schlag ging daneben. Oh, ein Schlag. Es tut mir wahnsinnig leid. Wird nie wieder vorkommen. Ich muss gleich erstmal noch was gucken hier. Vielleicht sollte ich lieber Redstone abbauen, anstatt die Scheiße hier. Die Zombie, verpiss dich. Du bist klein, hör ab. Du bist klein. Mano! Nichts gegen kleine Menschen. Und kleine Lebewesen. Sind Zombies noch Lebewesen? Jetzt wird's schwierig, ja. Weil die Definition von Zombie ist ja unter anderem auch tot. Oder? Solche ethischen Fragen, Mensch. Ich hätte gehört, es von mir ist, ich drehe durch. Ah, okay, so hat das funktioniert. Ja, genau, du kannst nicht erschrecken. Naja, Moment, du musst jetzt sowieso erstmal eine kleine Sekunde warten. Oh. Ja, auf einmal funktioniert Java nicht mehr. Ja, jetzt das ist doch zum Kotzen. Umstürzt mein Minecraft dauernd ab, das hab ich doch sonst nie. Genau, alles klar, ich verstehe. Vielleicht wegen der etwas älteren Version? Wegen was, bitte? Wegen der etwas älteren Version vielleicht? So, dann haben wir das schon mal alles zusammen. Brauche ich echt nur noch eine Ingredients. So. Warum habe ich denn hier Zaun im Inventar?
Ich könnte mir ein Bett bauen. Cool. Warum fängt dieser Creeper nicht an zu brennen? Oder brennt. Oder brennt der Creeper gar nicht? Creeper brennen eigentlich schon. Nee, also im Tageslicht zumindest nicht, aber sonst schon. Das meinte ich. Und die scheiß Minecraft-Mucke, weil die geht mir eigentlich fast nur noch auf den Sack gerade. Was macht denn Leute? Deswegen hab ich die aus. Blüht. Oh, schön für Lukas. Scheiße. Ich einfach jeden Zentimeter hier abgelaufen bin und einfach greife ohne Chance zu sterben bin. Das ist so ärgerlich. Boah, was ich hier gerade habe, ist viel ärgerlicher. Leute, komm, ihr sollt doch nicht vor dir fahren. Aber keiner von euch erkennen. Oh Mann, es ist doch schon wieder ab jetzt und langsam nervt es mich aber. Mach ihn da. Ja gut, jetzt spontan wirst du glaube ich nicht viel machen können. Ich habe außerdem mein Unsichtbarkeitsgrund ausgeworfen. Hab ihn nicht aufgehoben. Jo. Kann ich nicht aufheben, mein Inventar ausholen. Merke ich, deswegen sammle ich immer, wenn ich bei dir auf und Crap auf. Wow. Da ist halt mein Mülleimer. Ich möchte so weit wie es geht unbeteiligt sein, deswegen. Ja, du kannst ruhig den Crap aufsammeln. Nimmst du echt noch auf, Daniel? Ja. Warte, fuck, was ist das für eine Aufnahme? Die Zuschauer wollen doch wissen, wer gewinnt. Ja, ich natürlich, kannst du gleich sagen. Ja, deine Mama wird gewinnen. Okay, wenn ich das schaffe, was ich hier vorhabe, dann werde ich auf jeden Fall gewinnen. Was hast du vor? Der Diamant? Ja, das werdet ihr da ja sehen, das ist ja, das ist es. Ja, was, du willst enchanten? Krass. Ne. Ihr wollt beide enchanten. Ja. Weil ja, will das nicht? Seid. Na, ich, weil mir das scheißegal ist, mit Enchanten also 1 geht's trotzdem nicht besser. Weißt du, das ist ganz schön scheiße zu enchanten, da muss man nicht ganz schön viel Crap versammeln. Ja, da musst du ganz schön viel Dias sammeln. Die Crap sammle ich immer schon am Anfang. Muss ich später nämlich nicht mehr den Crap sammeln, sondern nur noch die Dias. Eine Hand der Anzahl der Dias, ja, die ich finde, kann ich dann immer entscheiden. Da brauchst du ein Buch, da brauchst du. Oh Leute, das Enchanten ist echt lame. Kommt kämpfen. Wenn du dich darauf vorbereitest zu enchanten, dann ist es voll easy. Ich hab's auch sag mal, wie du dich darauf vorbereiten willst zu enchanten. Naja, ich werde einfach am Anfang, wenn ich rumlaufe, Kühe töten, wenn ich eine Kuh sehe, mindestens eine. Dann Zuckerrohr vorne, jetzt findet sich ja auch einfach. Noch bevor oder wie ich am besten 38. Was 38 was? Kühe getötet. Oh. Hast du gezählt? Ey, sammelst du mal nicht meinen Redstone auf? Ja, das ist ganz wichtig. Oh, okay, jetzt ist mein Redstone habe ich nicht. Sehr schön. Das ist gut, weil den brauche ich noch. Also brauchst du Redstone. Warum, naja. Warum lässt du dann welchen liegen? Oh Mann, Daniel, das darfst du nicht. Wenn ich ja meine Psychospielchen mache mit Redstone fallen, dann darfst du nicht sagen, warum lässt denn dann liegen? What the fuck? Also, als ob du eine Falle baust, hätte der Eckern abgegaut. Ja, stimmt. Ja, viel zu viel Arbeit. Da, what the fuck? Mir Spaß, mein Ringfinger schläft langsam ein. Cool. Nee, scheiße. Boah, ist das eine Scheiße hier. Okay. Na, Halleluja. Halleluja, dann gucken wir mal zu Lukas. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Wo kommt denn dieses scheiß Tut denn mal her von euch? Einfach so ein Bup, Bup, Bup.
Das ist Lukas. Das kann sein. Moment, ich mach mal kurz. Du hast immer Dauersenden an. Ja, ich muss meinen Dauersenden einfach immer anhaben. Nee, na warum denn? Ja, weil sonst mein Mikro die Hälfte meines Satzes verschluckt. Ja, dann musst du deine Empfindlichkeit runterstellen. Deine Mutter muss irgendwas ihre Empfindlichkeit runterstellen, ey. Ja, keine Ahnung. Aber was kann ich denn dafür, wenn du das nicht richtig einstellst? Oh, ich hab doch jetzt meinen Gamesound leiser gemacht, jetzt hör mal auf zu weinen. Besser. Eigentlich trotzdem schon ziemlich schade, dass du so oft auf Teamspeak bist und immer noch nicht geschafft hast, dein Teamspeak ordentlich zu konfigurieren. Ja, wann Tobi, sei mir ehrlich, wann bin ich auf Teamspeak? Ja, oft genug, das einzustellen. Oft genug, Alter, ich bin im Monat vielleicht zweimal auf Teamspeak, willst du mich verarschen? Das einzustellen. Ja, ehrlich mal. Boah, Alter, kann euch mal irgendjemand den Sand aus der Muschi nehmen? Wenn du zu inkompetent bist, der einfach... Was heißt, wenn ich zu inkompetent bin, Alter, ich bin einfach zu faul, mich darum zu kümmern, weil ich zweimal im Monat auf... Alter, wenn ich zweimal im Monat auf Teamspeak online bin, dann mache ich, da kümmere ich mich nicht um so eine Scheiße, entschuldige mal bitte. Das ist auch keine Scheiße, weil es einfach mal... Das ist kompletter Bullshit. ...wenn welche Hintergrundgeräusche kommen. Ja, nein, kümmert nein, uns, nein, wir hören deine Scheißgeräusche, nicht du. Ey, bei mir hatte gerade so ein Mini-Zombie so ein Kürbiskopf auf und der hat einfach... Der war an der falschen Stelle und da kommt man einfach so drüber. Daniel, hast du eine Ahnung, was ich vorhabe? Nein, ich werde keinen Kommentar mehr abgeben. Zumindest hoffe ich das. Okay. Aber ich sag's so viel, dürfte dir bekannt vorkommen. Hatten wir schon mal? Da warst du dabei, aber ich war dann abwesend und ihr habt mich nicht getötet. Wir haben dich dann... Ja, ist okay, du weißt, wie es ausgeht. Hm. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt auf einmal habe ich die Mucke an, oder was? Aber dann weißt du, wie das ja jetzt auch schon. Hä, was weiß ich? Ich habe zugehört, aber ich habe echt nicht kapiert. Okay, dann... Das ist gut. Ja, er kann es auch gar nicht verstehen, weil er sieht nicht das, was du siehst. Wie soll er da drauf kommen? Ja, ich könnte halt ein Superbrain sein. Ich könnte. Die Möglichkeit besteht bei jedem. Selbst Daniel könnte ein Superbrain sein. Stimmt, ungeahnte Talente und so. Ja, ungeahnte Talente. Och nö, das ist aber uncool. Kurz davor mein Ziel zu erreichen. Was denn? Gehe ich auf Jagd. Kurz davor, weil. Oh, das ist klar. Okay, sehr gut. Darf nicht wahr sein, komm schon. Ach man. Ja, bist du gerade am Level ausprobieren, Tobi? Hä? An was bin ich? Bist du gerade am Leveln und frustriert, dass es nicht klappt? Nein! Niemals! Wie man genau hört, was abgeht. Oh, das habe ich aus dem Screenshot gemacht. Na Daniel, mach's wieder Mülleimer. Oh, ey, komm schon! Jawoll, endlich! Sweet schon Freedom! Sweet Freedom! Oh. Läuft. So stelle ich mir die omnipotente Erzählerposition vor. Was hast du gesagt, Lukas? Du solltest dich doch bitte ankündigen, ich habe mich schon wieder halb verjagt. Also ich schwebe sonst wie hoch in der Luft. Ja, ich habe dich aber übrigens gesehen. Das Foto sieht übrigens sehr interessant aus, muss ich sagen. Oh, der war auch nicht eigentlich. Ah, okay. So. Ich hab Lukas aus den Augen verloren. Dann port dich einfach wieder zu mir. Ich wundere mich, warum ich die ganze Zeit runterfalle, obwohl ich crouche. Aber
Ich hab nicht die Discord-Taste, sondern die eigentliche Sprint-Taste gedrückt. Ich brenne! Fuck, wie ging das? Brennst. Wirklich. Du brennst auf zu Tobi. Das könnte ich ja sagen. Ja, ah, so ging das alles. Warum brennst du? Naja, da war so ein entzündeter Zombie und der hat mich dann auch entzündet. Tobi steht auf heiße Sachen. Sorry. Die sieht irgendwie stark nach meiner Höhle aus. Echt, da wo ich bin? Hm. Warum? Aber ist eigentlich nicht meine Höhle, weil es in meiner Höhle keine Lava gibt. Weil ich die zu Obsidian mache. Verrat doch nicht ein, dass in meiner Höhle Lava ist. Oh mein Gott. Wie viele Höhlen gibt's das denn bitte? Zwei Stück oder so. Na, man weiß ja nie. Ich muss mich echt noch rausbuddeln. Na egal. Oh, na endlich, Alter. Gedauert. Daniel, sind weg. Daniel. Sind okay, weg. Ich darf anscheinend gerade nicht bei Lukas sein. Jawohl. Daniel musste gerade schon wieder lachen. Ich hab's genau gehört. Ey, warum lachst du mich aus, Daniel? Ist doch scheiße. Das ist im höchsten Maße gut, was ich hier mache. Nein, scheiße. Daniel, fasse in einem Wort zusammen, was du siehst bei mir. Was ich sehe bei dir, ich mach's mal ein bisschen anders. Hoch. Hoch? Ich hoffe, damit habe ich nicht zu viel verraten. Och, nee. Hoch ist ja nur eine denkbar schlechte Umschreibung. Och nee, oder? Ich glaube, bei Tobias also wenn, wenn er das macht, was ich denke, dann habe ich da jetzt schon keinen Bock drauf. Du hast ja keine Ahnung. Habe ich auch nicht, aber ich will ja nicht. Alles klar, ich bin fertig. Wisst ihr was, ich mache mir jetzt einfach eine Diamantschaufel. Boah, Bosshaftigkeit. Alles klar, I'm fucking ready. Drücken wir uns mal Lukas an. Dann würde ich mal sagen. Ebenfalls. Alter, wie viele Monster sind hier draußen, bitte? Das sieht irgendwie interessant aus, wie viel der hinterher rennt. Ja, ja. Alter, what the fuck? Oh shit. Ja komm, leck mich doch alle am Arsch, ich könnte mir nichts anderes haben hier. Außer vielleicht ein Creeper. So, ich habe jetzt voll die Idee. Das ist doch der Punkt, wo wir uns ungefähr gesehen hatten hier. Ich war hier an der Wand und du warst, keine Ahnung, irgendwo auf der anderen Seite des Berges. Oh, ich hab was vergessen. Was elementar wichtiges. Für das nächste mit den Elementen habe ich die genau. Kennt ihr das noch, Daniel? Der Hund vom Nachbarbelt erstmal wieder. Nacht um 12 ungefähr. Ich hab keine Blöcke mehr, die ich verwenden kann. Das ist echt traurig. Na, den einen oder anderen Block habe ich noch. Ach, schade, Daniel, Mann. Was denn? Ich dachte gerade, du wärst ein Mitspieler. Hab mich schon bereit gemacht zu kämpfen. Tut mir leid. Hey, mein Kopf hat sich mal abgestürzt. Die Leute sich aufbeschwören. Warum habe ich eigentlich so eine. Keine richtig weit gucken, keine Ahnung, was los ist. Ein Spinnenreiter! Tatsächlich. Ein Halloween-Spinnenreiter. Ein Spinnenreiter. So, Höhe 3. Oh, und ein Höhe 300, okay. Benny's Wort, ich lande gleich auf. Benny, ich lande gleich auf dir.
Was du landest auf mir, hä? Höhe 300? Was meinst du jetzt? I believe I can fly. Oh, daneben. Hä, was hast du gemacht? Ich bin auf Höhe 300 geflogen und bin runtergefallen. Ich musste kurz noch mal ein Stückchen runter. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler mache, aber das ist sowas, das wäre so bitter. Vorsicht, Lukas. Ja, alles cool. Ich habe eine geile Idee. Alles klar, okay. Wegen was lachst du jetzt, Daniel? Darf ich fragen? Wegen Lukas. Warum lachst du denn da? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, aber ich glaube, nee, wenn ich das Sarah fragen. Ja, das nee, sag das, ich das, das sag ich dir danach. Sagen, das sag ich danach, Lukas. Ja. Das ist klar. Kannst du nicht vergessen. Wo bist du denn überhaupt, Junge? Boah! Schon wieder bei Benny. Ja. Ich würde sagen, ich bin fast down. Ich hab's in der Aufnahme gehabt. Ehrlich? Ja. Fuck it, Alter. Boah! Ich bin schon teilweise schon echt lange jetzt wieder. Quatsch jetzt, oder? Das ist mir zu scheiße sonst. Hi. Ach, deswegen geht das nicht. Ich hab da schon. Ja, so, und jetzt heißt es für mich erstmal. Ah, chillen. Die Mutter arbeitet. Ja, ich habe jetzt erstmal Schnauze voll. Weil. Genau weiß, was wir gemacht haben. Okay, ich weiß nicht. Ich müsste eigentlich mal auf Toilette. Aber oh, die Gefahr ist mit Sucht, dass mich hier jemand findet. Dafür habe ich immer eine Batterie neben meinem Ding hier stehen, damit ich die Batterie ich auf meine E-Taste. Nee, Batterie kann ich dann auf meine E-Taste legen, dann crouch ich. Dann baue ich mich ein, crouche und dann perfekt. Nee, aber selbst wenn ich jetzt crouchen würde, das würde wahrscheinlich jeder im Umkreis von ungefähr 200 Blöcken sehen. Ja, ich weiß. Du bist ja auch auf dein Domizil da gerade, aber. Ja, genau. Wenn du Domizil hast, das heißt, hast du dir irgendwas gebaut oder wie? Nee. Tobias, hast gerade gemerkt, dass unter dir ein riesiger Riss war? Nee, warum? Wollte ich noch mal sagen. Warum bist du eigentlich bei mir? Gerade eben, ich habe mich gerade zu dir geportet, habe gesehen, dass du über eine Eisfläche gelaufen bist und darunter gewesen ist. War. Also, ne, ist ja egal. Boah, ich habe gerade voll die lustige Idee eigentlich. Ja, komm, ich habe eine tolle Idee. Ich baue mir jetzt auch noch ein Haus. Ne, das mache ich nicht. Alle drei in unseren Häusern und dann war's das, oder wie? Ne, Moment, das mache ich nicht. Lukas hat sich ein Haus gebaut. Ich vermute es einfach mal. Ich hab mir voll das schöne Haus gebaut, ey. Okay, er hat sich ein Haus gebaut. Oh Leute, das ist immer so scheiße, weißt du immer, wenn ich so... Oh, interessant, Benny. Ja, wenn ich diesen Kürbiskopf sehe, denke ich, oh, das ist ein Schneemann. Und das ist ein Skelett. Ey, dann jetzt bist du richtig unsichtbar. Ach, Jungs, habt ihr nicht mal Bock in die Wüste, so komme ich jetzt aus. Ja, wenn ich wüsste, wo die Wüste ist, dann schon, ne? Die ist genau in der Mitte der Map. Echt cool, dann will ich dann jetzt mal nicht hin. Erstmal Benny alle machen. Ich glaube, ich weiß, wer gleich bei mir sein wird. Ich? Benny! Ich hab so. Ich bin so scheiße gerade. Bist du eigentlich noch unter der Erde, Benny? Alter, ich bin schon seit. Als ihr noch lange unten wart, war ich schon dreimal draußen. Ich war sowieso der Erste, der draußen war. Du meinst aus dem Spiel, ja? Ja, auch. Ich glaube, ich bin zwei oder dreimal über die Map gelaufen. Oh, ich glaube, ich sollte das jetzt langsam mal lassen. Was? Daniel, komm mal schnell zu mir. Ja. Nee, muss ich mal angucken, was da unten gleich abgeht, ey. Wie viel Wasser da unten auf einmal ist. Ups. Wenn mich jetzt einer mit einem Pfeil treffen würde, oder was gesagt, treffen könnte, wäre das scheiße. Aber ich wäre am Arsch. Übrigens, wenn jemand einen Verzauberungstisch braucht, war der ist auch irgendwo in der Wüste, habe ich den lassen. Cool, danke. Bitteschön. Lukas, du hast verzaubert. Krass. Ja.
Ich habe gesagt, er hat beides gleich gemacht. Aber ich war dann ehrlich gesagt doch ein bisschen zu faul, mir noch so eine Full Dia zu suchen, da war ich dann zu faul zu. Eine Full Dia, da hätte es doch ewig gebraucht. Ja, na, ich habe hier auch ewig gebraucht, aber ich hatte dann keinen Bock mehr zu. Aber für den Helm hat's gereicht. Ich hatte dieses Mal echt kein Glück mit den Diamanten, muss ich sagen. Ach ja, aber ein paar Zauberungen ist das. Naja. Braucht man auch. Ich hab dann halt 7 Diamanten gefunden. Also insgesamt 9 wird mit den. Warum bist du ruhig? Dann habe ich mir halt einen Helm, einen Verzauberungstisch. Hast du Benny gesehen oder so? Und ein Schwert gebastelt. Also mich persönlich wird er aber nicht gesehen haben. Nee. Wird aber nicht sehen können. Nicht. Die Sache ist, ich weiß gar nicht, ob man da hinkommt, wo ich jetzt gerade bin. Das habe ich auch gedacht. Hä, wie jetzt? Willst du mit mir? So Jungs, wollen wir es langsam mal drauf ankommen lassen hier? Oder braucht er noch eine Sekunde? Lukas, wenn du dir ein Domizil gebaut hast, dann frage ich mich echt. Verdammt, du musst auf der anderen Seite der Map sein, weil ich sehe dich nicht. Du müsstest du aber auf jeden Fall sehen. Weißt du, wo das Schneegebiet ist? Also ich bin zwischen Graslandschaft, Wüste, ich sehe auch noch ein Stück Dschungel und tja. Da hast du mich schon entdeckt, Benny. Ich hab da was gesehen. Ich würde mal sagen, du hast mich schon gesehen, wa? Wo bist du, du kleine miese Hure? Gar nicht so blöd, oder? Das ist ja so geil gerade. Cool, wie Lukas denkt, dass Benny ihn meint. Ja, tatsächlich, ehrlich, ne? Lukas, du bist der Einzige, der gerade aus davor ist. Doch, Mano. Okay, dann bettelt euch mal. Versuch's doch, du passt. Mann, die wollten sie nicht. Kann ich die ausmachen? Moment. Lass mich mal kurz verstecken hier. Hey! Da war gut geschossen, muss ich sagen. Ich hätte echt hardcore trollen lassen. Jojo. Kann ich Clouds off machen? Gib mir mal kurz Zeit. Clouds off. Gut. So, jetzt lässt sich das schon viel besser handeln hier. Mir wird langweilig. Ey! Spaß, Digga. Daniel, du bist gerade da und guckst, was abgeht, ja? Ja, ich guck da gerade zu. Gut, weil ich will das auch wissen. Das gibt's ja nicht. Oh. Gibt's ja nicht. Hör auf damit. Alter, oh, hör auf. Oh fuck! Ich bin runtergefallen. Alter, wie kannst du mich da treffen? Das wird irgendwie so weitergehen. Ich krieg deine Pfeile, du kriegst meine Pfeile. Du kannst nicht immer ewig da vorbeischießen. Pretty interesting, auf jeden Fall. Alter, sag ja mal. Das wird mir zu langweilig. Komm, Tobi. Na komm. Jetzt kommt doch Maschett den RTs weiter. Was machen wir ja eigentlich gerade? Ey! Kannst mich aber nicht runterschießen.
Passt. Ja, komm, hier. Triff mich. Was ist denn jetzt schon wieder? Boah, Alter, das gibt's ja nicht. Huch! Wie heldenhaft, huh? Alles klar, Benny. Yes! GG. Das war anders als geplant. Warum ist denn der Block nicht runtergefallen? Na, weil das TNT immer ein bisschen zur Seite springt, wenn es an. Das ist doch kacke, das hätte so gut funktioniert. Boah, dann hätte ich dich so schön. Boah, ist das ärgerlich. Oh mein Gott, du bist angeblich in der Wüste, aber ich war auch schon in der Wüste, hab dich nicht gefunden. Ja, hast du nicht richtig geguckt. Kann natürlich auch sein, ich war dann mit Benny beschäftigt danach. Mhm. Mist. So eine gute Idee gehabt. Umsetzung mangelhaft. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie das Lukas macht, weil Lukas hat ja behauptet, er sei unsiegbar. Ne, das habe ich nicht behauptet. Wow! Nichts passiert. Wenn ihr den Apfel zu essen, hättest du dir vielleicht auch sparen sollen. Hättest du den Apfel nicht gegessen, hättest du Tobias wahrscheinlich runtergeschlagen, dann hättest du es geschafft. Ja, ich hätte ja mit dem TNT alles anders laufen müssen, so ein Scheiß. TNT, Alter, wie bescheuert seid ihr? Das könnt ihr nicht machen. Was sie alles gedacht hat. Ich habe nicht mal dran gedacht, mir ein Feuerzeug zu machen. Ich habe nicht mal dran gedacht, mir irgendwie ein Anet zur PvP-Hilfe zu benutzen. Zu machen. Ich habe eigentlich alles vergessen. Gibt's zwei Wüsten. Ich würde einfach mal tippen, dass ihr zwei im Dschungel wart, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, gibt's zwei Wüsten. Ich glaube, es gibt zwei Wüsten. Du müsstest mich eigentlich von der Wüste... Aber ich komme jetzt nochmal auf den Server. Du kannst mich nicht von der kompletten Wüste aussehen, muss ich sagen. Ja, soll ich dir... Ich würde gerne auch nochmal sehen, wie Lukas haust. Geht das irgendwie? Kann ich mich auch irgendwie... Ja, ich gebe dir Game-Mode oder Tobi gibt dir Game-Mode und dann passt das. Mach du mal, Daniel. Und wie mache ich mich unsichtbar? Kannst du das machen? Du musst einen Trank trinken. Einfach Unsichtbarkeitstrank. Dann gib mal. Warte. Ach, macht die ganze Sache einfacher, so weit komme ich nicht zurück. So, Lukas, ich bin jetzt in der Wüste. Moment, ich guck gleich mal. Du bist jetzt in der Wüste. Ja. Du hast, Benny. Wenn ja, dann sehe ich dich nicht. Weißt du, wo das Schneebiom ist? Ach, echt? Das Schneebiom, da steckt sich überhaupt was in den ganzen Kontinent. Also ja. Dann musst du auf genau die andere Seite. Wo ist das Schneebiom, da musst du genau auf die andere Seite von dem großen Strand rein. Am Dschungel vorbei? Schreib rein. Und einfach geradeaus. Hier ist kein Dschungel, Mann, also gibt's doch zwei Wüsten. Also mitten in der Wüste ist ein Dschungel. Nö. Doch. Meine Wüste nicht. Ja, dann musst du den Dschungel mal suchen. Ja, dann suche ich mal lieber die andere Wüste. Geht, glaube ich, schneller. Ich denke mal, der Dschungel geht schneller, weil da Bäume drauf sind, du Bobby. Hä, also jetzt in den Vorschlägen hier gibt's überhaupt keinen Unsichtbarkeit. Wenn ich porte dich zu Lukas mal und ich gebe dir dann Unsichtbarkeitsrand. Nee, aber sag mal, hä, wenn ich jetzt hier in dem Menü bin, bei Braun, wo ist denn der Unsichtbarkeitsrand? Einfach bei Suche suchen Unsichtbarkeitsrand doch einfach. Rand eingeben. Wo ist denn hier Suche? Ganz rechts. Der Kompass. Ach so. Und da Unsichtbarkeitsrand schon den Anfang reinschreibst, hast du... Wenn nicht, auf Englisch heißt es Invisibility. Ja. Das weiß, glaube ich, Benny besser als... Ja, also okay, nicht besser. Das aber war ja der Witz, meine. Ich weiß, dass Benny besser als in Englisch. Gesundheit. Okay. Kannst du das nicht vielleicht ein bisschen leiser machen? Ach Tobi, mein Schatz, wo bleibst du? Und wie poppt ich mich zu euch? /tp deinen Namen und den. Und dann den Namen, den wo du hin möchtest. Ich bin wie gesagt auf dem Weg, ne? Immer noch, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mich hardcore-mäßig trollst und du mich gleich in den Arsch ficken lässt. Dreh dich doch mal um. Boah! Wie heißt denn Lukas hier in dem Spiel?
L, Lukas, L. L, Freizeichen, Lukas, Freizeichen. Kleines L, ja. Lukas mit C, ja, kleines L. Weißt du, Tobi, als du gerade gesagt hast, dreh dich mal um, weil da hab ich panisch umgedreht und wäre beinahe runtergesegelt. Einfach nur TP, ja? Ja. Ne, TP, Freizeichen, TP. Dein Namen, Freizeichen, L, Freizeichen, Lukas, Freizeichen, L. Freizeichen. Was, Freizeichen zwischen Lukas und L? Ja. Nein. Klar. Nein. Marsch, klar, oder nicht? Nein. Du weißt nicht, was dein echter Name ist. Nee, das ist bei mir manchmal so. Ich mache manchmal mit und manchmal ohne Leerzeichen. Ja, bei mir gerade nicht. L mit zwei N und dann L. L-U-C-A-S. Was ist denn da so schön? Bitte. Oh, alles gut. Hallo. Ach, hast du ihn schon gefunden, Tobi? So, da ist noch die andere Wüste. Fick dich doch mal. Ach, Daniel, hallo. Es gibt nur eine Wüste. Und ich habe die Wüste vorm Dschungel gesehen, auch wenn das kaum möglich war. Bei Lukas sieht es ein bisschen kreativer aus. Ja, ja. Eigentlich ganz cool. Aber nicht so geil wie bei mir. Aber trotzdem frage ich mich zum einen, wie Tobi das dann machen soll oder machen will. Zum anderen frage ich mich aber, wie willst du um Gottes Willen, Lukas, Tobi da irgendwie. Soll ich mal was sagen? Attackieren. Ich habe nicht die geringste Idee. Ja, deswegen habe ich ja meine Gebäude nächstes Mal auch dementsprechend errichtet. Nee. Nein, ich muss sagen, mir ist das scheißegal. Ich habe einfach, ich muss sagen, ich habe auch langsam keinen Bock mehr auf die. Muss jetzt ja nicht so als Signal rumlaufen, wo hallo, ich Tobi. Bin. Ach, verdammt. Also, Daniel ist ein gutes Leuchtsignal, weißt du, er wusste sofort, wo ich bin. Ich habe ihn gefunden. Hallo, Tobias. Ja, Mensch, Daniel, High five. High five, wow. Ich geh mal zurück. Komm, dreh dich nochmal um. Echt? Wichser. Na, das war auch nix, Tobi, bisschen höher. Soll ich den Enderman mal antuten? Nee, ich hab ihn schon angegriffen. Du kleine Nuss, ich beobachte dich. Du kannst, nee. Das wird nix. Ist Tobi jetzt schon bei dir, oder was? Ja, der läuft hier gerade schon von meiner Base rum. Ich bin meine Base, ey. Ich sehe nicht. Ich weiß eigentlich gerade, was ich gemacht habe, was soll's. Das Highwetter von Tobi mir war auch nicht schlecht. Hat der scheiß Enderman sich da auch nicht was von mir geklaut? Ah, der Enderman hat einen Sandstein. Lukas, du bist ja ein Schlingel. Hä? Wo ist denn Tobi? Ich sehe es nicht. Aua, ey, was soll denn das? Findest du das in Ordnung? Hä, von da unten willst du den? Killshot. Ja, was ist denn daneben explodiert? Bing! Bing! Alter, Tobi, du wirst gerade überall getroffen, ne? Bing! Daniel, hör auf, den zu ärgern. Ah, Tobi, ne? Oh, da ist er ja. Oh lol, ich bin tot. Gewonnen! Der hat dich immer fertig gemacht. Und ich hab nicht ein Herz verloren, Tobi. Mann, bist du scheiße. Ja, ich hab dich schlecht. Ich hab dich mit einem Bogen gehauen. Ja, aber ich hab ein Herz verloren und hab mich dann wieder regeneriert. Ah. Was hast du für ein Schwert, Alter? Sieg für mich. Was hast du denn für eine Verzauberung drauf, Lukas? Wo? Schwert. Auf meinem Schwert? Ja. Sharpness 2. Ah. Ja, vor allem, ich hatte 26 Level. Dadurch, dass du von oben auf mich zugekommen bist, hast du Critical gehabt. Ja, ich muss sagen, als ich dich dann dreimal mit dem Bogen erwischt habe, hab ich mir gedacht, komm, setz jetzt auf meine Karte und fix ihn einfach. Ehrlich, ja. Aber ohne Scheiß, weil ich hatte, pass auf, ich hatte zwei Bögen. Ne, ich hatte einen Bogen. Ein Bogen? Ich hatte einen Bogen, pass auf. Also, wie gesagt, mein Diamantschwert Sharpness 2. Mein Bogen Power 1. Meine Iron Leggings Projektil Protection 2, ich habe keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht. Und Diamond Chestplate Protection 1. Also, wenn du mich damit besiegt hättest, hätte ich mich schon arg gewundert. Hallo. Was hattest denn du, Tobi? Na, ich hatte Knockback 1 und Sharpness 2 auf dem Schwert, im Dia-Schwert und den Rest Eisenrüstung verzaubert. Also mit Protection 1 und so weiter, so die Standard. Ja. Alles klar. Wie, und damit hast du, was hat denn Benny da gehabt, dass er dich damit besiegt hat?
Also, dass du ihn damit besiegt hast. Benny hat sich ein bisschen selbst in sein Boot reingeritten. Alles klar. Renn nicht von der Welt, Lukas. Die Idee mit seinem TNT hatte nicht so funktioniert, wie er sich erst geplant hatte. Und dann hat er halt, als ich hochgekommen bin, einen goldenen Apfel gefressen. Aber ich habe ihn, während er den goldenen Apfel gefressen hat, schon mindestens 2 oder 3 Mal geschlagen. Jetzt wird deine scheiß Angel, ey, bist beknackt. Willst du mich jetzt angeln, Daniel? Alter, mit deiner Rüstung. Ja, ich, jetzt wird's aber auch langsam knapp. Naja, du. Ach, so. Scheiße, das hast du mir deine Kombo gegeben. Selbst gegen volle Dia. Wollen wir die Aufnahme jetzt mal beenden? Ja, ich hab nochmal ein Duell, den Lukas probiert. Aber und die Anne gewonnen. Bringt. Aber die Anne bringt's schon, muss ich ehrlich sagen. Ja, die Angel ist echt geil. Die hat's im PvP jetzt gebracht. Normalerweise hätte ich keine Chance gehabt, gegen deine verzauberte Rüstung, aber so. Ja, du hattest so auch, du hattest so und so keine Chance gegen meine verzauberte Rüstung. Ja, aber ich hatte dich. Es war einmal ein Zutras für mich. Noch ein bisschen Jump'n'Run. Ja, da hatte ich noch, da hatte ich halt noch 4 oder 5 Herzen, also. Ich glaube, wenn ich da drauf gegangen wäre, hätte ich es vielleicht sogar geschafft, aber ich habe dann, ich hab ja, dann also gedacht, es ist schon nicht einfach gewesen. Ich habe ellenlange gefarmt. Ich muss aber auch sagen, als ich die ersten Diamanten gefunden habe, das waren direkt 9 Stück. Also ich hatte schon richtig Lack. Das waren direkt 9 Diamanten und da habe ich mir gedacht, komm, dann holst du jetzt wenigstens noch ein Eisenschwert, sondern habe ich mir gedacht, alles klar, jetzt hast du ein Eisenschwert, jetzt hast du schon noch 3 Diamanten, dann holst du dir jetzt auf jeden Fall noch einen Verzauberungstisch, hab dabei aber nur an die 2 Diamanten gedacht und musste mir dann nochmal 5 holen, weil ich noch eine Pickaxe brauchte. Gut, ich würde sagen, das war eine gelungene, so, zumindest für Lukas gelungene erste Minecraft-Battle-Runde. Nach langer Zeit. Wir stellen fest, dass wir alle scheiße geworden sind, vor allem ich. Und ich im PvP einfach alles vergesse hier, mir zu craften. Und wird hoffentlich regelmäßig.com jetzt und ja. Noch irgendwelche abschließenden Worte von euch? Ja, nö. Ja, nö. Dann. Ja, nö. Ich muss sagen, aber GG an Tobi hat sich echt gut geschlagen. Na, ja, du hast halt diesen künstlichen Hit, weißt du, weil dadurch, dass du vom Wasser nach unten gekommen bist. Ja, weil, wie gesagt, ich hab mir dann halt gedacht, Esther, du hast ihn jetzt dreimal mit dem verkackten Bogen getroffen, jetzt gehst du runter und bummst ihn einfach, so einfach läuft das nicht. Na dann, bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. Tschüss. Wollen wir jetzt noch Jump'n'Run?